Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt's mal wieder, würdest du lieber deinen Alterungsprozess für die nächsten 20 Jahre stoppen oder 150.000 Dollar in der Lotterie gewinnen? Erstmal, wir sind in Deutschland, also sind's Euro. Ich würde Alterungsprozess, weil Geld ist nicht alles. Ja. Also Alterungsprozess. Nie wieder auf ein Date gehen oder nur über Reality-TV-Shows daten? Dann schon nie wieder auf ein Date gehen. Weil du weißt ja nicht, wer das am Ende bei den Shows ist. Reich sein oder berühmt sein? Die beiden Fragen haben ja einge. Haben ja eins gemeinsam. Also, wenn man berühmt ist, ist man auch gleichzeitig reich. Aber ich würde dann schon noch reich nehmen. Weil wenn du berühmt bist, hast du noch mehr ja, einfach berühmt. Reich meine ich. Deine Shirts immer zwei Größen zu groß sein lassen oder deine Shirts immer eine Größe zu klein sein lassen, immer zu groß. Ich wette, du magst es zu singen, oder? Immer wenn ich singe und es meinen Freunden zeige, hört es sich erstens katastrophal an und zweitens schäme ich mich ziemlich dafür. Niemals ein Kompliment machen können oder niemals klagen können. Buh. Niemals klagen, weil klagen ist immer was Schlechtes. Also niemals klagen können. Dich immer extrem müde fühlen oder dich immer extrem hungrig fühlen? Ich würde extrem müde sagen, weil ich jetzt auch immer morgens extrem müde bin. Und wenn ich hungrig bin, muss ich ganz schnell was essen. 50% gut in allem sein oder 100% gut in einer Sache sein? Ich würde die 50% nehmen, weil was hast du davon, wenn du jetzt zum Beispiel nur in Französisch gut bist, aber dafür in allen anderen Sachen gar nichts kannst. Und bei den 50%, ja, da kannst du gut in Mathe, halt in allem sein. Nie die Zähne putzen müssen oder nie den Hintern abwischen müssen. Zähne putzen ist natürlich auch wichtig und die. Ja, aber die Zähne, die sind wichtiger, also niemals den Hintern abwischen. Klar, du stinkst dann auch, aber ja, die Zähne, die brauchst du. Also nie den Hintern abwischen müssen. Ein Zombie aus Walking Dead sein oder ein Vampir aus Vampire Diaries sein? Zombie.
Immer overdressed sein oder immer underdressed sein? Ich weiß nicht mal, was das überhaupt ist. Deswegen nehme ich mal overdressed. Kostenloses WLAN, wo immer du hingehst, oder kostenlosen Kaffee trinken, wann du willst, wann du immer willst. Kostenloses WLAN. Kaffee brauchst du nicht. WLAN schon. So, und Kaffee würde ich eh nie trinken, darf ich auch nicht. Darf ich auch noch nicht. Deswegen. Ja. Kostenloses WLAN. Nur die Hälfte von Filmen sehen können oder nur die Hälfte von Filmen? Nur die zweite Hälfte. Ich würde die erste Hälfte, nee, die zweite Hälfte nehmen, weil die zweite Hälfte ist immer spannender. Und jetzt kommen wir auch zur letzten Frage für heute. Die lautet: Supermans Fähigkeit zu fliegen haben oder Supermans Stärke haben? Fliegen. Ich kenne mich jetzt mit Superman und den anderen ganzen eh nicht so gut aus. Und das soll es mit dem Video heute gewesen sein. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und ciao.